hören darf. Kann ich dir nur ins Ohr sagen. Aber das geht doch nicht. Weißt, ich komme dann lieber noch ein bisschen zu dir raus. Piepsamen kannst vor lauter Unschuld. Und jetzt willst du nachts raus und frische Luft schnappen. Cinnabelle! Na, du hockst ja da im Gras. Du bist ein richtiger Osterhase. Weißt du, wie ich aufs Fest? Ja. Wollen wir morgen zusammen zum Ostermarkt gehen? Oh ja! Luftschaukel fahren? Hm. Ja. Ja, was wollte ich eigentlich? Ach so. Wir brauchen einen Osterbraten und du musst mir das schwarze Lamm rausgeben. Das Schwarzchen? Hm? Das ist doch so niedlich und anhänglich. Das darfst du nicht nehmen. Ja, aber Mutter hat es doch gesagt. Wenn das Schwarzchen sterben muss, macht mir das ganze Ostern keinen Spaß. Ja, soll ich mal mit Mutter reden? Ach ja. Das kostet aber was. Was ist es dir denn wert? Ich hab doch gar nichts. Ja. Da muss ich mich eben mit dem Kuss zufrieden geben. Erst muss ich wissen, ob ich das Schwarzchen behalten darf. Ludwig! Du sollst gleich noch mal zur Mutter kommen. Vergiss aber das Schwarzchen nicht. Und wann bezahlst du? Vom Festband. Und wo? An unserem Busch. Oh, weißes Leinen? Damit überziehst du das Bett in der vorderen Kammer. Luise kommt auf Ferien. Aber die hat doch bis jetzt auch bloß immer auf Funkarierten geschlafen. Aber jetzt schläft sie auf Wein. Das ist sie so gewöhnt, seit sie in der Stadt ist. Mutter, wegen dem Osterlamm. Na und? Du, also das Schwarzchen, du, das würde ich nicht nehmen. Na was denn? Warum denn nicht? Du bist doch noch gar nicht richtig fett. Hast du denn keine Augen, dummer Junge? Ich hab's mir doch gestern selbst angesehen. Das wird genommen. Ach, Ludwig, die Hauptsache, du musst gleich mal auf die Bahn fahren. Jetzt vor dem Vespa? Ja, deine Schwester kommt zu Besuch. Die kann doch genauso gut laufen. Du fährst und Martins Adriane bringst du auch mit. Adriane, die kommt auch? Ja, die holt ihr Vater dann von hier ab. Ja, Mutter, aber du, das Lamm, das Schwarze... Jetzt bist du aber ruhig! Was hast du bloß immer mit den Lämmern? Also ist seit bei dem Schwarzen und jetzt Schluss. Ludwig, ja? Ich habe vorhin gesehen, worauf es hinausgeht mit dir und Cinnabelle. Ich will dir nur das eine sagen. Ne, lass die Finger davon. Das Mädchen ist zu schade, dass du sie unglücklich machst. Wer sagt dir denn, dass ich sie unglücklich machen will? Na, du magst das nur wollen oder nicht, da kann nichts Gutes bei herauskommen. Und ich muss auf sie aufpassen. Wilhelm, alter Aufpasser, ist doch alles Unsinn. Du kannst sie aber gleich mal sagen, dass wir uns heute Abend nicht treffen können. Ich muss zur Bahn. Sophie. Hm? Wenn einer dich wohin bestellt und er lässt dich stehen und kommt nicht und gibt dir nicht mal Bescheid, wirst du den noch mal wieder angucken? Nee, nicht mal mehr mit dem Hintern. Schwarzchen! Schwarzchen!
Ostern ist. Und jedes Feld ist auf gute Art bestellt. Und so wünschen Magd und Knecht, dass auch alles wachse recht. Frohe Ostern. Fruchtbar mag der Acker sein, Frieden auf dem Hof gedeihen. So. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Schellebälle. Wirklich? Lass doch das Mädchen in Ruhe. Das ist ja nicht, die will ja gar nichts mehr von mir wissen. Wer weiß, was du da eingeredet hast. Eingeredet habe ich da gar nichts. Vielleicht hat sich das selbst überlegt. Ich will wenigstens mit ihr sprechen. Lass sie doch nicht noch mehr durch den anderen. Lass mich nur machen. Du, Schellebälle. Muss nicht traurig sein. Ludwig will das doch nicht. Komm, hier. Da hast du einen 50er und den gehen wir heute Nachmittag auf den Ostermarkt. Wieder ganz allein? Na, bleib doch hier. Kannst du ja Papageien mit angucken. Jetzt stehen wir schon eine geschlagene Stunde und gucken uns den Papageien an. Ich habe noch keine Luftschaufel und kein Karussell zu sehen. Du wart doch einen Augenblick. Er zieht ja gerade einen Brief für dich. Erobere dir sein Herz durch sittsame Zurückhaltung. Freches Biest. Na, allerhand Verstand wie ein Vogel mit so kleinen Kopf. Nun habe ich aber genug. Zu Hause ewig den Raben, hier nichts wie ein Papageien und außerdem noch ein Vogel im Kopf. Amüsier du dich von jetzt an mit deinem Viehzeug alleine. Komm, wir gehen zur Luftschaufel. Nein, zur Luftschaufel will ich nicht. Na, denn zum Karussell. Na, nun können die Kinder aber auch bald kommen. Ach was, sie sollen sich ruhig noch ein bisschen amüsieren. Wenn ich so euren Ludwig und meine Adriane sehe, da kann einem das Herz im Leibe lachen. Na? Habt ihr noch einen schönen Spaziergang gemacht, ja? Danke. Lass ihr nicht, mit? Ja. Doch, bloß wie wir an diese Wüste Kalahari kamen, da war's aus, danke. Da ist unserem Ludwig eine Laus über die Leber gekrochen. An was für eine Wüste? Na, an diesem kümmerlichen Acker da oben. Bitte? Was für ein kümmerlicher Acker. Wir sind am oberen Acker gewesen, Vater. Na und? Tot. Der ganze Acker. Tot? Mein Flak soll tot sein? Du hast wohl die Augen nicht richtig aufgemacht. Das lernt ihr wohl nicht auf eurer landwirtschaftlichen Schule. Also betreffend der landwirtschaftlichen Schule, also das lass mal gut sein. Die hat gar nicht so Unrecht. Ich habe doch auch nur so gesät, wie Ludwig mir geraten hat. Und mein Flachs, der steht schon so hoch. Und mein Flachs wird bald so hoch stehen. Der wird kommen. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Zum Glück haben sie ja nicht so eilig wie andere Leute. Die Leute sagen, wir täten am besten daran, das ganze Stück unterzukriegen. Gott sei Dank kommt ja nicht auf die Leute an. Und auf dich auch nicht.
Niemals werdet ihr es erleben, dass ich ein Stück unterflüge, das ich mal gesät habe. Eher da will ich... Du wirst es schon nicht nötig haben, Vater. Jedenfalls hättest du damals auf Ludwig gehört, dann hättest du heute die ganze Sorge nicht. Ich soll auf Ludwig hören? Das wird ja immer noch schöner. Ich soll wohl jeden Morgen fragen, was ich tun darf. Dem Herrn Verwalter, dem Herrn Professor, dem gottverdammten Bücherfresser. Den Klugscheißer, du! Das hast du nun angerichtet. Wenn du so weitermachst, treibst du den Jungen noch aus dem Haus. Na, ich werde doch in meinem Hause meine Meinung sagen dürfen. Deine Meinung, deine Wut tobst du aus. Weil du fühlst, dass du Unrecht hast. Na, ob ich Unrecht habe, das wird sich ja noch zeigen. Ludwig, was machst du denn da? Ich habe es satt. Ich halte es nicht mehr aus. Muss ich mich vor fremden Leuten von ihm beschimpfen lassen? Er ist doch so ein Jähzorn, da weiß er doch immer nicht, was er sagt. Ach, er will mich doch bloß weghaben von ihr. Ich bin ihm im Weg. Aber Ludwig, du kannst doch nicht weg. Du gehörst doch hierher. Das ist doch auch dein Hof. Ihr seid so Dickköpfe, ihr Termöhlens. Was du heute durchmachst, das hat dein Vater mit seinem Vater auch durchgemacht. Das musst du eben runterschlucken. Und ich bin doch auch noch da. Wenn du jetzt nicht durchhältst, wird dir der Hof nie gehören. Du musst hier bleiben. Warum ist er nur so zu mir? Ich habe ihn doch gern. Nicht bloß, weil er mein Vater ist. Er ist doch so ein großer Bauer. Mach mal alleine weiter. Ich muss mal weg. Was so aushilft auf die Dauer. Hast du denn gar kein Verlangen danach, mal dein eigener Herr zu sein? Ja, schon, aber... Überhaupt, du machst dir das Leben viel zu schwer. Für dich ist doch bloß dein Hof da. Und deine Schufterei von morgens bis abends. Aber schließlich muss der Mensch auch ein bisschen Freude haben am Leben. Ludwig, nun sind wir so oft zusammen gewesen. Und es war doch auch ganz schön, manchmal. Aber jetzt kommt es mir beinahe so vor, als ob das alles für dich überhaupt nichts gewesen wäre. Nein, nein. So ist das nicht. Das darfst du nicht sagen. Du, hör mal. Die Jädenschuhe. Was ist denn eigentlich mit dem Ludwig los? Ich sehe mir das schon wochenlang mit an. Der hat wohl nicht mehr nötig zu arbeiten. Sei du froh, dass der Junge überhaupt noch hier ist. Ich will dir mal was sagen, Mann. Du musst doch jetzt den Flak sehen. Ja, der ist noch nicht hoch genug. Wir wollen dankbar sein, dass er überhaupt gekommen ist. Na, meinetwegen. Aber was hat denn das mit dem Ludwig zu tun? Du solltest ihm die Aufsicht beim Leben übertragen, damit er mal wieder Lust kriegt zur Arbeit. Ludwig! Woran denkst du jetzt? Ich muss daran denken, was du mir vorhin gesagt hast.
dass ich mir das Leben so schwer mache. Aber wie soll ich es mir denn leichter machen, wenn ich immer an unseren Hof denken muss? Der Hof, das ist ja eben deine ganze Krankheit. Ich will ja mal sagen, an was ich gerade gedacht habe. Ich habe gedacht, mein Vater verkauft seinen Hof, zahlt mir mein Erbteil aus und wir beide ziehen in die Stadt. Ludwig. Na und mein Hof? An deinen Hof lässt dein Vater dich ja doch nicht ran. Und wenn es mal soweit ist, kriegst du ihn ja sowieso. Dann könnte man ihn doch verpachten. Ich meinen Hof verpachten? Ja. Was soll ich denn in der Stadt? Ha, da würden wir uns schon eine Existenz gründen. Ja. Siehst du, das ist eben der Unterschied zwischen uns beiden. Ich halte es in der Stadt höchstens mal so ein halbes Jahr aus, so wie im vorigen Winter. Aber ohne meinen Hof kann ich nicht leben. Ludwig? Ja? Vater will morgen jagen. Ist das wahr? Ja. Und du sollst die Aufsicht führen. Wilhelm! Ja? Spann du mal weiter an. Du musst die Mädels zur Bahn fahren. Na, so eilt's doch nicht. Helle! Morgen wird sie jede. Du musst gleich mit mir losgehen. Jäderinnen bestellen. Freust du dich denn gar nicht? Ludwig! Wo rennst du denn hin? Willst du uns dann gar nicht zur Bahn bringen? Nein. Ich habe mir das anders überlegt. Wiedersehen. Mach's gut. Und an einen Gruß für Ariane hast du wohl gar nicht gedacht. Ach so. Sag ihr mal, ich hätte jetzt eine richtige Arbeit hier auf dem Hof. Das Jäten geht los. Und ich für die Aufsicht. Ist das alles? Ja. Du hast die Aufsicht? Na also, kannst ja doch noch lachen. Wiedersehen. Und sagen Sie, Ludwig, ich würde mich noch schriftlich bedanken für den reizenden Abschied. Und ich wünsche viel Vergnügen fürs Jäten. Ariane? Das ist doch bloß der Absender. Ach so. Das ist für Ludwig. Bring ihn doch mal hin. Das ist für Ludwig. Für Ludwig. Greif dir eins, damit du auch so gut riechst. Hilfe! Ja, danke schön. Wir kommen da was zu trinken. Na, ihr seid ja ganz schön vorwärts gekommen. Aber viel los ist nicht mit dem Flachs.
Jedenfalls braucht er nicht unter. Sag mal, Ludwig, was ich dich immer schon mal fragen wollte. Hast du noch nicht ans Heiraten gedacht? Warum nicht? Hast du schon eine? Vielleicht. Die Martensche? Ja. Die? Soll ich mit der vielleicht einen Laden aufmachen in der Stadt? Hast ganz recht, Ludwig. Sei du mal ein Wählerisch. Für dich ist die erste Beste noch lange nicht gut genug. Die erste Beste? Wer weiß. Vielleicht ist manchmal die erste doch die Beste. Kommt keiner durch. Muss erst Wegzoll zahlen. Warum hast du dich denn nicht gewehrt? Warum sagst du denn nichts? Siehst du? So geht's beim jeden zu. Aber bei der Ernte erst, da wird es noch viel schöner. Martens, was willst du denn nur anfangen, wenn du keinen Schwiegersohn kriegst? Ja, das ist ja dann nicht schlecht. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als den Hof zu verkaufen. Wenn man noch ein paar ruhige Jahre haben will. Aber wie wär's, Herr Mühl? Kauf doch den Hof von Martens. Den brauchst du nicht aufs Altenteil und dein Ludwig hat einen Hof. Ach, Unsinn. Naja, abgeben willst du nicht. Den Hof kaufen willst du nicht. Was soll denn da aus deinem Ludwig werden? Das wird sich schon finden. Na, bist wohl nicht satt geworden, drüben am Gebüsch, ne? Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich habe einen Schatz. Das sagst du. Aber was die Leute sagen. Die Leute? Was denn? Die lachen dich aus. Und außerdem sagen sie, dass du deine Netze auswirfst, um einen reichen Bauernsohn zu fangen. Ludwig denkt im Leben nicht daran, eine Stallmark zu nehmen. Wenn der Bauer dahinter kommt, der jagt dich auf der Stelle vom Hof. Aber er hat mich doch gern, der Ludwig. Kindskopf. Gern haben und heiraten, zweierlei. Dich hat er vielleicht jetzt gern, aber heiraten wird er eine, die reich ist, und der nicht gern hat. Bei der Ernte wird alles noch viel schöner, hat er gesagt. Na, was? Was sagst du nun zu meinem Flachs? Prima! Großartig! 150! Als Höchstpreis! Einverstanden? Einverstanden. Warum läufst du denn immer vor mir weg? Nicht nur heute, schon die ganze letzte Zeit. Was habe ich dir denn getan? Na, kannst du nicht den Mund aufmachen? Du, ich will jetzt wissen, was du gegen mich hast. Es gehört sich nicht, der junge Bauer mit einem Stallmarkt
Was sagt denn so ein Unsinn? Sophie. Ach, diese alte Klatschbase. Lass sie doch reden, Sheriff. Wir gehören zusammen. Du, das weiß ich heute mehr als je. Und wenn ich das sage, dann ist das auch so. Und dann bleibt das auch so. Für alle Zeit. Wenn ich erster Bauer bin, dann kann uns keiner verbieten, uns gern zu haben. Was willst du mit der dreckigen Macht? Vater, sie hat dir nichts getan. Soll ich sie vom Hof kriegen? Das wirst du nicht tun. Scher dich weg! Dann gehe ich auch vom Hof. Ach so. So ist das. Da ist er. Reden Sie gleich selbst mit ihm. Ich verschenke meinen Flachs nicht. Mir ist er diesmal nicht wert, Herr Müll. Na, dann behalte ich ihn. Wie du willst. Tschüss. Nur hör mal. Will nur der Martens wirklich seinen Hof verkaufen? Übermorgen ist Versteigerung. Weißt du denn das gar nicht? Und er bleibt bei 50.000. Tja, willst du ihn denn kaufen? Hm. Ich frag bloß. Tschüss. Na, seid ihr einig geworden? Ich habe Lust, Martens Hof zu kaufen. Was sagst du? Dass ich Martens Hof kaufen will. Für Ludwig. Für Ludwig? Braucht der einen Hof? Der hat doch einen. So, na, wo hat er denn einen Hof? Na hier, unserem Hof. Der Hof gehört uns, nicht Ludwig. Oder glaubst du vielleicht, wir werden es machen wie Martens und uns lebendig begraben auf dem alten Teil? Aber wie kommst du darauf? Können wir denn nicht mit Ludwig zusammenbleiben? Du hast doch nur den einen Sohn. Wir werden älter, Mann. Und wenn es einmal für uns zu viel wird, wer soll dann hier... Wir alt? Wer sagt, dass ich alt bin? Ich bin Herr auf dem Hof und bleibe es. Der Ludwig, der kommt jetzt so in die Jahre, wo... Hast du denn nicht gesehen, wie hinter den Weibern her ist? Hinter den Weibern her? Ja, bist du denn blind, Frau? Eben habe ich ihn erst erwischt, wie er sich dieser Mach da an den Hals geworfen hat. Es wird die höchste Zeit, dass er heiratet. Besorge du meine Frau, ich besorge meinen Hof. Dann haben wir beide unsere Pflicht getan. Ist das dein Ernst, dass du Martens Hof kaufen willst? Mein voller Ernst. Schlag dir doch diesen Unsinn aus dem Kopf. Das ist kein Unsinn. Der Hof gedeiht nicht, wenn er zwei Herren hat. Aber es geschieht doch hier alles nach deinem Kopf. Ludwig ist fügsam und willig. Und was du über ihn gesagt hast, dass er hinter den Weibern her ist, das ist doch alles nur Gerede. Sag doch lieber gleich, dass du ihn nicht leiden kannst und dass du Streit suchst, weil du ihn weghaben möchtest. Da kann ich doch nicht beklagen. Da ich mir einen ganzen Hof nachwerfe. Er will doch weg. Hat's mir vorhin selber gesagt. Ja, ein Wunder wäre es ja nicht so, wie du den Jungen behandelt hast. Was hast du nur auf ihm herumgehackt? Hast du ihm jemals ein freundliches Wort gegönnt? Und wem gönnst du überhaupt ein freundliches Wort? Etwa mir? Solange ich denken kann, hast du mich nicht ein einziges Mal bei meinem Namen genannt. Soll ich deinen Herrn Sohn vielleicht noch bitten?